Nächste Rednerin Jessi Lindl von der FPÖ. Danke, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren. Wie meine Vorrednerinnen schon gesagt haben, macht uns dieses Thema natürlich besonders betroffen. Und es betrifft gerade Frauen, die in vom Islam geprägten Gesellschaften leben und ihren Männern gehorsam sein müssen. Der Koran lässt ja keinen Zweifel an der Unterordnung und Benachteiligung der Frau. Und das trifft natürlich umso mehr zu, wenn es in der Wahrnehmung der Muslime ungläubige Frauen handelt. Denen darf dann im Namen des Islam jede Gräueltat angetan werden. Und gerade die bestialische Verfolgung von Christinnen wird als Kriegsmittel eingesetzt. Gerade die christlichen und jesidischen Minderheiten sind die ärmsten der Armen. Da war letzte Woche eine syrisch-orthodoxe Klosterschwester, Hatune Dogan, in Deutschland und hat ein Interview dazu gegeben und hat das bestätigt. Und wir erinnern uns alle an Nadia Murad, ich glaube, der Herr Minister hat sie getroffen, jenes tapfere jesidische Mädchen, das die Sexsklaverei des IS überlebt hat. Und sie hat jetzt den Václav Havel Menschenrechtspreis bekommen und ist ein Goodwill Ambassador für die UNO und in dieser Funktion unterwegs. Das heißt, natürlich müssen internationale Programme die Frauen stärken. Und wir müssen diese Programme unterstützen, weil sie Frauen wirklich helfen und auch aufmerksam machen auf das Martyrium, das sie durchmachen. Aber in Wahrheit ist es nur die Bekämpfung eines Symptoms, denn das Problem liegt viel tiefer. Solange der Islam ein derartiges Frauenbild vertritt, ist es ja ganz klar, dass gläubige Muslime dieses Frauenbild, das ihre Religion vorgibt, so leben. Und der Islam ist aber nicht nur eine Religion, sondern auch ein Gesellschaftsbild, wie wir sehen in Saudi-Arabien oder in anderen islamischen Ländern, wie weit der Glaube, die Scharia, überhaupt geht. Dass gläubige Muslime, die sich entsprechend ihrer Religion den Frauen gegenüber verhalten, in Österreich Schwierigkeiten bekommen, ist auch klar. Bei uns gibt es immer mehr verschleierte Frauen, und das sind nicht nur Touristinnen. Zwangsverheiratungen, Kinderehen einer Neunjährigen haben wir letztes Mal gehört. Mädchen, die in der Schule verschleiert sind, Frauen, die sich von Ärzten nicht untersuchen lassen dürfen, Väter, die Lehrerinnen ihrer Kinder in der Schule nicht die Hand geben. Deshalb müssen wir ganz dringend kontrollieren können, welches Frauenbild bei uns hier in den Moscheen verbreitet wird. Verschiedene UN-Organisationen leisten in den Kriegsregionen und Flüchtlingslagern hervorragende Arbeit, um Frauen und Kinder zu schützen. Daher ist die ursprüngliche Forderung des Grünen Antrags, den jährlichen Beitrag für UN Women und UNFPA zu erhöhen, nachvollziehbar. Aber auch wenn jetzt 75% der ADA-Projekte und ADA-Programme mit OECD-Gendermarken 1 und 2 gekennzeichnet werden, so wie es der Regierungsantrag möchte, stellt sich mir schon die Frage, ob das wirklich die Situation der Frauen und Mädchen verbessert. Wir sind dafür, alles dafür zu tun, um Opfer vor sexueller Gewalt zu schützen und zu unterstützen. Aber eines hilft ganz sicher nicht, wenn wir uns dabei auf Genderpolitik mit dem Binnen-I beschränken. Dankeschön. In Österreich gäbe es immer mehr verschleierte Frauen- und Zwangshochzeiten, auch unter Kindern, kritisiert Jessi Lindl von der FPÖ. Man müsse kontrollieren, welches Frauenbild in Moscheen verbreitet werde.